Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind im Finale des Craft Cups Number 9 der European Season und die beiden Kontrahenten, die sich gegenüberstehen, sind der grüne Zerg Kuba und der türkise Protoss ATN Socke. Wir spielen das erste Match von 5 auf der Karte Zelnaga Caverns. Das bedeutet, sobald jemand die ersten 3 Matches von 5 gewinnt, hat dieser den Titel des Craft Cups inne. Ich bin wirklich gespannt, wie beide Spieler spielen. Die haben jeweils im Turnier bewiesen, wie gut sie doch mit jeweils ihrer Rasse agieren können. Und es sollte doch hoffentlich zu einigen sehr, sehr guten Showdowns im Laufe des Spiels kommen. Wir sehen, die Probe von ATN Socke ist bereits auf dem Weg in die gegnerische Base, wobei Kuba zeitgleich seinen Overlord losgeschickt hat. Denn auf dieser One-on-One-Player-Map ist es eben nicht schwer herauszufinden, wo sich der jeweils andere Spieler befindet. Wir sind jetzt hier kein Warp-Gate oder Gateway oder ähnliches auf dem Weg für den Protoss-Spieler. Das heißt, er wird sicherlich einen Cheesy-Build oder ähnliches versuchen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was er machen wird. Probe in der gegnerischen Basis und kann jetzt scouten, sieht, dass kein kein Early Spawning Pool oder Early Expansion auf dem Weg ist. Damit weiß er, okay, es ist nicht der Heavy Economy Build, den er erwartet hat bei dem Zerg. Und wir sehen, was mich sehr wundert, eine Forge. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man sehr, sehr häufig sieht und was darauf schließen lässt, dass wir wahrscheinlich ein Cannon Build zur Folge haben. Und jetzt kommt etwas, was ATN Socke sehr, sehr gerne macht. Er hat den Pylon gebaut, eine Art Proxy-Pylon, und wird den sicherlich mit einer Photonkanone oder sogar mehreren verstärken, sobald dieser Pylon fertig ist. Forge ist fertiggestellt. Overlord von Kuba bereits auf dem Weg, aber eben noch nicht in der Base. Er hat noch nichts von der Forge gesehen. Und da ist auf jeden Fall schon die Photon Cannon, um hier eine Early Expansion von Kuba zu delayen. Das heißt, er kann eben nicht hier vorne eine Expansion setzen, da diese unter dem Beschuss der Photonkanone wäre und das hätte zur Folge, dass natürlich die Expansion down gehen würde. Da eben sein Eingang relativ offen ist für Harassment durch Zerglings, haben wir jetzt hier auch eine Photonkanone, um die Basis zu sichern, und das finde ich einen sehr, sehr guten Bild. Ich denke, er sollte aber demnächst auf ein Gateway switchen, um zu zeigen, dass er auf jeden Fall hier auch Bodenunits bauen kann. Die haben jetzt einen Versuch einer Expansion von seitens von Kuba, und wir sehen, er musste sie canceln. Das hat ihn einige Ressourcen gekostet und deswegen hat er sich entschieden, die Drone abzuziehen. Aber was macht er? Er nimmt die Drone nicht zurück auf die Mineral Line, er nimmt die Drone weit, weit weg, und jetzt bin ich gespannt. Wo sehen wir die Drone? Wohin ist die Drone unterwegs? Sie läuft geradewegs. Oh, sehr interessant. Er entscheidet sich trotzdem scheinbar für eine Early Expansion, aber eben an dieser Position, und das ist natürlich nicht Natural Position, und ich denke, da kann ich den Zirkel gar nicht mit rechnen. Ich bin aber sehr gespannt, wie er darauf reagieren wird. Natürlich, wenn die Expansion erstmal dabei ist, mit Arbeitern ausgelegt zu sein, dann hat er auf jeden Fall den Economy-Vorteil. Jetzt sehen wir Tech 2 seitens Kubas, und ich denke, er hat einige Zerglings hier auf der Line, hier, diese bewegen sich, er hat also zurzeit Map Control, Photon Cannon steht weiterhin hier vorne und Cybernetic Score und Gateway sind im Bau. Gateway gerade fertig geworden, jetzt kommt der Zealot raus und der Cybernetic Score kommt dazu. Wir haben bereits Ground Weapons Level 1 im Tech, und das heißt also, scheinbar möchte ATN Socke hier den Early Harassment durch die Flugkanone noch verstärken, und das lässt mich darauf schließen, dass er also ein sehr heavy Gateway Build anstreben wird. Wir sehen jetzt hier auch, also die Leia ist fast fertig und die Hatchery zeitgleich auch, und jetzt kommt der Scout von Socke. Er hat es gesehen, er hat gemerkt, oh mein Gott, hier ist die Early Expansion und hier ist eben die zweite Möglichkeit für Kuba, Ressourcen zu scheffeln, und dagegen muss er auf jeden Fall vorgehen. Er darf Kuba nicht erlauben, zu viele Ressourcen hierüber aufzunehmen, denn sonst gerät er in den enormen Nachteil, dass er eben weniger Ressourcen erhält. Hydralis denn jetzt im Bau, das heißt, Kuba entschließt sich, gegen die Gateway Units only die Hydralisten zu nehmen, was ich eine sehr, sehr gute Wahl finde. Ich hoffe, dass natürlich ATN Socke einen guten Counter dagegen findet. Er könnte Kolosse oder ähnliches bauen, um eben zu versuchen, diese zu delayen.
Jetzt sieht man hier zwei weitere Gateways, drei weitere Gateways auf dem Weg. Ground Weapons Level 1 ist mehr als zur Hälfte fertiggestellt und er pumpt weiterhin Sentries, um hier auch einen Wall of gut zu gestalten, damit die Einheiten nicht reingelangen und damit er vorrangig hier halt auch seine Basis schützen kann. Leer ist fertiggestellt, Hydrol ist dann auf dem Weg, aber kein Upgrade, also diese Grooved Spines sind nicht dabei ausgebaut zu werden und das ist etwas, was mich sehr wundert. Er nutzt also nicht diese erhöhte Range, um hier einen Vorteil zu erhalten, sondern entscheidet sich erstmal nur Only Hydra, um diese zu pumpen. Sehr, sehr schönes Placement hier von den Overlords, um hier einen Creep Highway zur Expansion zu legen und diese ist dabei wirklich gerade mit Harvester bestückt zu werden. Income zeigt, der Zerg hat jetzt bereits einen Vorteil in der Economy, hat ungefähr 1000 zu 800 Ressourcen und das bringt ihn auf jeden Fall weiter. Jetzt kommt das Groove Spines Upgrade und ATN Socket entscheidet sich dazu, jetzt hier auch seine Natural Expansion zu nehmen. Bedenkt dabei, dass hier allerdings drei Wege sind, hier unten diese beiden südlichen und eben der vom Westen, um diese Expansion anzugreifen und gerade diese Position dieser Natural Expansion ist so fies, denn er kann einfach hinten hochlaufen über die Karte und dann somit unglaublich viel Schaden an der Natural Expansion anrichten. Creep Tumor auf dem Weg von der Queen, was ich sehr, sehr gut finde und er ist noch nicht gegen die Fallen Cannon vorgegangen. Jetzt haben wir Ground Armor Level 1 auch noch dazu und wir sehen Push mit Zealots und Sentries auf die Expansion und ich bin gespannt, ob Kubo es halten kann. Einige Hydralisten sind dort, Force Field Action, versuchen die Hydralisten zu splitten, es reicht nicht ganz aus, wie scheint und jetzt ist auf jeden Fall, also er verliert keine Einheiten, aber er hat es auf jeden Fall nicht geschafft, hier viel Schaden anzurichten. Die Basis war zu sehr verstärkt und jetzt sieht er, er entscheidet sich dann doch auf die Main Base zu gehen, hat hier einen guten Proxy Pylon positioniert. Expansion von ihm ist so gut wie fertiggestellt und jetzt kann er versuchen in die Mainbase zu gehen, entscheidet sich aber dann doch passiv zu gehen, pickt hier den einen Overlord raus und geht dann doch weiter in die Mainbase. Einige Hydralisten und Zerglings sind dabei, um die Basis zu verteidigen und ich bin gespannt, ob das ausreichen wird, um hier dieses Harassment durch die Stalker, Sentries und Zealots aufzuhalten. Weitere Hydralisten und Zerglings sind dabei gebaut zu werden, wir haben weitere Einheiten, die eben reinmorphen. Ich denke, er hat sie... Wo hat er sie hingemorpht? Ach, er hat sie unten direkt gespawnt. Sehr, sehr gutes Spiel. Er ist in der Mainbase. Jetzt hat er ein Problem. Er muss jetzt gucken, wie er damit klarkommt. Einige Hydralisten versuchen sich hier noch zu wehren. Er sollte vielleicht einen Guardian Shield anwenden, um hier gegen die einzelnen Hydralisten vorzugehen. Drones werden von der Line genommen und aus der Expansion laufen Hydralisten rein, um hier einen Zwei-Fronten-Krieg anzuzetteln. Es klappt sehr, sehr gut. Scheinbar geht die Rechnung auch auf für Kuba und er schafft es, dieses Early Harassment durch die Warpgate Units zu verhindern. Jetzt sieht man auch, zieht wieder einige Einheiten zur Expansion, aber jetzt sind die Zealots drin, jetzt sind die Zealots in der Expansion und er muss versuchen, die Drones zu retten. Er darf sie auf jeden Fall nicht ranlassen und er Socke entscheidet sich erstmal komplett einmal durchzulaufen und dann wieder zurück in seine Base. Zwei Robotics Facilities auf dem Weg und sollte Robotics Bay kommen, wäre das natürlich ein Indiz dafür, dass wir Kolosse sehen werden. Und das wäre unglaublich wichtig, denn Kolosse sind sehr, sehr gut geeignet gegen die Hydralisten, da diese eben nur 80 Leben haben und die Kolosse sehr, sehr viel Flächendamage anrichten können. Sehr, sehr gute Wahl, sollte er auf Kolosse gehen und wir sehen Upgrade Armor Level 1 ist so gut wie fertiggestellt, ist in diesem Augenblick fertig. Und wir sehen auch weitere Spinecrawler auf dem Weg zur Verstärkung der Expansion. Jetzt hier leichte Push von Kuba, also er hat einige an Hydralisten und versucht jetzt hier etwas anzurichten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich reichen wird. Ein leichtes Abwägeln hier zwischen den Einheiten und er hat auf jeden Fall den Vorteil der Armeegröße und jetzt muss auf jeden Fall Socke sich zurückziehen, weitere Einheiten morphen hier rein. Wir sehen ja auch zwei Photon Cannons, aber es ist zu spät. Und jetzt hat er versucht hier mit Only Stalkern über die Distanz gegen die Einheiten vorzugehen. Und jetzt natürlich das Problem, jetzt hat er wieder den Vorteil von der Armeegröße. Er kann jetzt versuchen, hier möglichst vier Einheiten gut zu machen. Und da sieht man auch, wie wichtig Upgrades sind. Genau wegen den Upgrades hat er gerade eben diesen Angriff gut zurückwerfen können. Robotics Bay ist dabei, gebaut zu werden. Und jetzt sehen wir auch weitere Zerglings und Hydralisten auf Seiten von Kuba. Ich denke, wir werden direkt danach sehen, Double Production von Kolossen. Und jetzt, sehr, sehr gut, schönes Spiel. Ah, doch nicht, er geht doch nicht durch. Er versucht jetzt hier erstmal seine Armee zu sammeln. Gutes Spiel von beiden Seiten. Und Socke versucht jetzt hier auch eben die Armee zu vernichten, aber er merkt, verdammt, es sind zu viele Einheiten, er muss sich zurückziehen. Weitere Photon Cannons werden dabei
sind dabei reingewarpt zu werden und er hat auf jeden Fall das Problem, weitere Foten kennen. Er muss was tun, viele, viele Söldnings und Hütterlisten sind dabei, in die Expansion zu gelangen. Aber die Probes gehen von der Line, versuchen jetzt hier auch einzelne Söldnings rauszuwählen. Er hat es nicht geschafft, die Foten kennen rauszunehmen. Er hat wenig Leben, aber sie hat es noch geschafft zu überleben. Gutes Forcefield hier, um den Eingang schmaler zu machen. Sehr, sehr schönes Spiel und der erste Koloss ist auf dem Weg und ich denke, es wird nicht bei diesem einen bleiben. Er wird auf jeden Fall auf mehr gehen, um gegen die Hydrolisten hier bestehen zu können. Guter Push jetzt hier auch wieder von Kuba und wir sehen hier Army Size, ist Sockel bisher im Vorteil. Und vom Income her sind beide ungefähr gleich. Allerdings hat Sockel 10 Harvester mehr und das heißt, irgendwann früher oder später wird er auf jeden Fall mehr Income erhalten als der Zerg-Spieler und erst jetzt kommt der Metabolin-Schub für die Zerglings, zeitgleich aber auch die Thermalands für die Kolosse und ich denke, der erste ist so gut wie fertiggestellt, er dürfte jetzt gleich rauskommen, genau, und bisher weiterhin Cooper hat sich nicht entschieden, die Natural zu nehmen. Ich denke, jetzt geht er auf die Photon Cannon, die hier die Natural geblockt hat und versucht jetzt hier die möglichst schnell rauszunehmen. Dieser hat bereits 3 Kills, also hat sich mehr als gelohnt für ihn. Units lost allerdings ist Zocke im Nachteil, wie man hier sehen kann, 5500 zu 4800 und das zeigt natürlich auch, dass bisher Kuba ein sehr, sehr gutes Spiel macht. Hat hier einige Zerglings stationiert, um zu sehen, falls der Protoss-Spieler auf die Gold-Expansion geht, bisher allerdings nicht und wir sehen, Kuba entscheidet sich dazu, endlich die Natural-Expansion für ihn zu nehmen. Double Upgrade jetzt für den Zerg-Spieler, Geschosse und Panzerung, Ground Units Level 1 jeweils. Und wir sehen, Thermalands ist so gut wie fertig. Das heißt, jetzt sind die Kolosse auf jeden Fall damit ausgestattet und haben eine immens hohe Reichweite. Dauert noch genau 12 Zeiteinheiten in StarCraft. Ihr wisst es, entspricht nicht unbedingt Sekunden, jedenfalls nicht im Replay. Und er geht darauf, die Gold-Expansion zu nehmen. Zeitgleich hier auch die Gold-Expansion für Kuba und jetzt sehen wir sozusagen Double Gold von beiden Spielern und da bin ich jetzt sehr gespannt. Infestation Pit für Kuba, das heißt, er kann dann Tech 3 gehen, wir können Ultralisten und oder Brutlords sehen, er ist damit in der Lage wirklich in den letzten Tech zu switchen, den der Zerg offen hat und jetzt der Push hier von Etienne Socke. Entscheidet sich aber dagegen, versucht jetzt hier rumzugehen. Ich denke, er wird auf die Natural pushen. Er muss auf jeden Fall hier versuchen, das Income zu verringern, denn bisher haben beide Spieler es nicht geschafft, die Gold Expansion aufzubauen. Aber eben Kuba hat den Vorteil, dass er eine Expansion mehr hat. Leia ist dabei, gebaut zu werden. Weitere Warp Gates sind dabei, auch im Bau von den Sockel. Und er nutzt jetzt auf jeden Fall hier die große Reichweite von den Kolossen. Gutes Force Field, er lässt die Hydralisten nicht an die Kolosse rankommen. Und er muss auf jeden Fall versuchen, diese zu halten, denn das ist auf jeden Fall der Schlüssel, um hier den Sieg gegen den Zerg davon zu tragen. Gutes Spiel jetzt hier, er ist dabei in die Base reinzugehen, einzelne Hydralisten versuchen sich zu verteidigen, Spinecrawler geht down, aber von hinten kommen weitere Einheiten, das Force Field ist ein bisschen missplatziert, das andere auch, er versucht hier nur den Choke enger zu machen, klappt nicht ganz, die Drones gehen von der Line, ein weiterer Koloss kommt dazu und jetzt wird sehr, sehr spannend, wenn es Etienne Socke schafft, hier die Armee zu besiegen, was er gerade geschafft hat, er hat viele Hydralisten gerade förmlich geröstet, die Drones sind dabei alle zu fallen, 3 Kolosse jetzt, ich denke, das war's in dem Spiel, Hydralisten sind nicht mehr in der Lage, gegen 3 Kolosse vorzugehen, einfach zu viel immenser Schaden hier für die Einheiten und das ist auf jeden Fall ein GG von Kuba. Er hat es damit verloren, die Armee ist groß genug, um direkt auf die andere Natural Expansion zu gehen. Diese letzten Hydralisten sind nicht in der Lage, die Kolosse rauszuschmeißen und damit war es das, denke ich. Jetzt hier die einzelnen Blutlings aus der Hatchery können auch keinen großen Schaden richten und da schreibt Kuba GG und verlässt das Spiel. Gutes erstes Spiel von Etienne Socke und Kuba natürlich, war sehr, sehr spannend und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir und ich hoffe, euch auch am zweiten Match wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.